Also, hier auf dem Kon oder hier auf der MMCD wurde wollten wir was Neues ausprobieren. Und zwar Hacking von Embedded Devices. Es ist nichts Neues in dem Sinne, wer DEFCON oder Black Hat verfolgt, da ist quasi jeder zweite Talk darüber inzwischen. Aber niemand baut ein Netzwerk auf, um es wirklich dediziert zu hacken oder Leuten bereitzustellen, dass sie die Möglichkeit haben, es zu hacken wie in einem CTF. Also Embedded Device CTFs sind sehr, sehr selten und ich finde das unheimlich schade. Und naja, wir dachten uns, vielleicht mal einfach ein paar Geräte, die Zero Days haben, hintereinander stecken oder selber analysieren, hintereinander stecken und Leuten anbieten und sagen, kommt doch mal durch. Ganz am Ende war ein Gerät von Starbuck, Iris-Scanner, der auf dem Kongress schon aushing. Der wird nicht mehr so verkauft, so wie ich das gesehen habe, aber er hat auch einfach zu krasse Schwachstellen dafür. Idee ist, man muss sich am Ende authentifizieren, ohne die Geräte überhaupt zu berühren. Man muss nichts berühren an dem Punkt. Man hat ein WLAN, man hat ein Gäste-WLAN und kann über dieses Gäste-WLAN die einzelnen Geräte, die drinnen sind, nach und nach exploiten. Es gibt in diesem Talk jetzt keine Folien. Ich werde die Exploits nach und nach durchhacken. Also ich werde es euch im Prinzip zeigen, wie man weiterkommt und versuchen, es möglichst gut zu erklären, wo das Problem liegt. Wenn Fragen entstehen, am Anfang oder am Ende kurz Fragen, vielleicht auch zwischendrin, vielleicht haben wir ganz kurz Zeit. Es hat eigentlich alles angefangen mit einem Gäste-WLAN, das sieht man ganz oben, das ist Hack the Box Guest. Das ist nicht verschlüsselt, das ist komplett offen, wie Gäste-WLANs meistens so sind. Das Erste, was man eigentlich macht, ist ein NMAP-Scan über das Ganze, weil man will ja wissen, was da überhaupt läuft. Bei dem Gäste-WLAN ist es uninteressant, komplett zu scannen. Es sind nur noch andere Gäste drin, meistens, also andere Router. Das interessiert uns nicht groß. Was uns interessiert, ist das Gateway. Wenn man das Gateway scannt, dann kommt raus, ich hoffe, es geht jetzt schnell genug, da bin ich mir gar nicht so ganz sicher, dann kommt raus, dass Port 80 offen ist. Ist es ja ein Router. Also meistens kann man die über Web konfigurieren. Meistens sind die auch zugänglich aus dem WLAN. Meistens sind sie falsch konfiguriert. Zumindest ist es zugänglich. Es hat noch ein paar andere Sachen offen. FTP, es hat noch ein Telnet offen, was auch ein bisschen seltsam ist. Telnet hat irgendwelche Passwörter, wissen wir nicht. Wir wissen ja gar nichts über dieses Gerät aktuell. So, wenn wir uns dahin verbinden, ich habe das mal gemacht, dann kommt raus eine ziemlich gute Bezeichnung, ein TEW 714 TRU. Das ist so ein kleiner Travel-Router. Die sind eigentlich ganz praktisch. Wo das Problem liegt, schauen wir uns das gleich mal an. Und zwar, wir haben hier keinerlei Informationen. Admin, es funktioniert nicht. Passwörter sind geändert oder sind Default-Passwörter. Man könnte jetzt nach Default-Passwörtern suchen. Das ist eine Möglichkeit. Ich denke, wir schauen uns mal die Firmware an. Die Firmware habe ich schon runtergeladen. Das habe ich schon vorbereitet. Ich habe lustigerweise zwei Firmwares drauf, weil wir vorhin einen interessanten Bug hatten, dass die Firmware gefixt haben und hochgeladen haben und kompiliert haben am 30.08. Das heißt, sie haben es wirklich gefixt, bevor ich gesagt habe, ich mache hier die Präsentation. Responsible Disclosure und so. Genau, wir haben hier die Firmware von dem Travel Router. Es ist an sich ein Squash FS. Kommt man drauf, indem man einen Binwalk drüber macht, wie man das so Firmware analysiert. Wenn man drüber geht, sieht man, das ist ein Squash FS ganz unten. Es hat noch irgendwelche LCMA Compressed Data, interessieren uns nicht. Wir extracten das Ganze, dann findet man raus, naja, es ist nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Es kommen seltsame Daten dabei raus. Es ist ein bisschen seltsames Squash FS. Da haben wir es ein bisschen drin. Ja, also es lässt sich nicht so richtig extracten. Es wird alles so ein Blob und leere Ordner. Interessiert uns aber nicht groß. Das Problem war, dass da haben wir den Fall. Genau. Sorry, ich bin etwas. Genau, so sieht es dann aus. Irgendwie liegt alles in Slash.
Das liegt aber daran, dass die ein seltsames Format verwenden. Es wurde gepatcht später mal von SquashFS, wurde gepatcht, glaube ich, von Greg Hefner oder von TTY0. Da ist ein bisschen was seltsam, aber es interessiert uns nicht. Wir wollen ja nur die Dateien haben. Wenn wir uns jetzt die interessante Datei namens login.asp angucken, dann sehen wir gleich, ich weiß es schon auswendig, dass alles weitergeleitet wird an eine Go-Form. Das ist ein Server im Prinzip, das ist der HTTP-Server, der die Authentifizierung macht. Jetzt wollen wir wissen, was wird denn noch alles an diese Go-Form weitergeleitet? Also grab ich mal über das Ganze nach Go-Form. Ist relativ viel. Wir ziehen mal die Errors raus. Interessieren uns ja nicht. Dann wird relativ viel, man sieht relativ viel, bis man plötzlich so ein GoFormX findet. Und dieses GoFormX hat lustigerweise ein etz-Command, wo lustigerweise ein Shell-Skript ausgeführt wird. Wenn man das noch ein bisschen weiter anguckt, also wir grappen mal nach GoFormX, machen das gleiche wieder, dann sieht man noch so lustige Sachen wie, warum passiert denn da ein sleep3kill-9cut? Genau. Wir haben da mal was, oder ich habe da mal was vorbereitet, ein kleiner trendnet.py, ein kleiner Exploit, der nichts anderes macht, als diese GoFormX aufzurufen und den sz-Command gegen mein Command auszutauschen. Mehr tut das nicht. Und später ein bisschen schön so splitten und anzeigen. Wenn ich das jetzt ausführe, dann will er die IP haben, die wissen wir ja, die 10.35.98.1 und ein LS. Und ich bin auf der Kiste drauf. Soweit waren wir vorhin schon mal. Man kann jetzt noch ein bisschen weitergehen, man kann den NV-RAM auslesen und kann sich die Logins anzeigen, dann ist man auf dem Router direkt drauf. Aber eigentlich, wir haben ja irgendwie Shell, wir wollen ja gar nicht das Webinterface, das hält uns ja nur zurück an dem Punkt. Ich will darüber jetzt eigentlich ein Telnet haben. Telnet ist drauf, Telnet läuft auch. Schauen wir doch einfach mal, was die Passwörter sind. Wir haben ja alles. da fehlt ein Quote. So, damit haben wir die Pass-WD. Man kann diese Pass-WD jetzt in John reinkippen, also so Passwort-Cracking machen und sowas. Wird aber nicht viel fündig werden, kann das nicht cracken. Ich habe es nicht cracken können, wenn Tag, und dann wird es auch langweilig. Man sucht sich irgendwie andere Wege. Wir schauen uns auch mal an, was wir eigentlich zur Verfügung haben auf dem Ganzen. Wenn wir uns die Bin angucken, dann ist da relativ viel drin. Ich brauche irgendwas, womit ich Daten darauf schieben kann. Zum Beispiel ein FTP oder ein WGET oder irgendwas Interessantes. Wir werden glücklicherweise mit FTP fündig. Das ist nämlich ein Pro-FTP drauf. Der lässt sich aber über die UI nicht konfigurieren. Dann konfigurieren wir halt über das Bash-Script, weil dieses Bash-Script, was da drin ist, das ist schon ganz cool. Das macht nämlich nichts anderes. Es ist ein bisschen blöd zu lesen jetzt, aber es macht eigentlich nichts anderes, als irgendeine Pro-FTPD-File zu schreiben. Netterweise hat das ganze Teil eine Usage, die wir nutzen können. Das heißt, wir wollen einen Server haben, wir wollen den Servernamen namens Hacked haben, wir wollen auf die 135.98.1 horchen und wir nehmen 21.21, weil 21 existiert ja schon. Und vielleicht 10 Connections. So, das heißt, er hat es geschrieben und wir müssen aber pro FTP noch starten. Starten wir es doch. Jetzt existiert auf der Maschine ein pro FTP-Server. 10.35.98.1 auf Port 2121, der auch auf mich hört, mit dem Namen Hacked. Jetzt haben wir aber noch keine Benutzerdaten. Wenn man sich diese Config so ein bisschen durchliest, dann sieht man, dass er die Benutzerdaten wirklich aus dem NVRAM zieht. Das heißt, wir brauchen diesen NVRAM. Lässt sich ja ganz gut auslesen. Da muss ich jetzt echt überlegen. Login, glaube ich. Login war es, gell? Nein, Login war es nicht, dann war es 2.
Ah, du hast recht. Genau, Admin, Password, dann haben wir das Passwort. Das ist nicht das Default-Passwort, aber das Default-Passwort sieht ähnlich aus. Ich weiß nicht, ob das immer Default ist. Ich habe nur einen dieser Router, deswegen könnte man mal nachgucken. Wenn wir uns da jetzt einloggen, 98.1 auf Port 2121, Admin, Passwort. Ich weiß gar nicht, ob ich es so kopiert habe. Ich will ja nicht tippen. Gucken wir mal. Okay, logged in. So, jetzt bin ich eingeloggt. Da ist irgendwas SDA1. SDA1, wenn man ein bisschen anguckt, dieser Router hat einen USB-Port. An diesen USB-Port kann man USB-Geräte anschließen, kann man Sachen anschließen. Das heißt, ich habe einen Speicher da drauf jetzt. Ich habe einen Speicher, wo ich Dinge auch hinspeichern kann. Wir wollen da jetzt ja ein Telnet drauf haben. Das Busybox, das da drauf läuft, wir gehen mal in dieses Busybox rein. Ich mache mal eine zweite Shell auf, relativ viel. Hack the box. Ich brauche wieder eine Shell. Wir nehmen einfach unsere. Python, nicht Python 2, Trendnet. 10.135.98.1 und ein LS, okay. Dann machen wir es noch ein bisschen größer. So. So, da läuft ein Busybox drauf. Dieses Busybox, vielleicht ein bisschen kleiner. Dieses Busybox hat aber nicht so viele Möglichkeiten. Ich will eigentlich ein eigenes Busybox drauf haben. Deswegen schiebe ich mir doch einfach ein Busybox drauf, was richtig statisch kompiliert ist. Ich habe da schon mal was vorbereitet, ein Busybox MIPS für den MIPS-Architektur. Wir schieben das jetzt einfach mal drauf und gucken mal, was wir dann damit machen können. Es dauert ein bisschen, weil es ein bisschen größer ist. Wir können jetzt danach suchen. Ich weiß aber, dass es gemountet ist, also liegt es in Media. Das dauert ein bisschen so. Das heißt, wir haben da einen Busybox MIPS. Ausführrechte stimmen noch nicht, das heißt, wir machen schnell das Ganze ausführbar. Stopp hier, machen ein Busybox minus MIPSL und wir haben so ein bisschen mehr Möglichkeiten. Also ein ganz kleines bisschen mehr. Unter anderem auch ein Telnet. Also Telnet war vorher auch schon drauf, wir nutzen aber das Telnet, weil es ist schöner. Kann ein bisschen mehr und ist ganz angenehm. Okay, jetzt haben wir ein Telnet. So, wir wissen, wir haben einen Router, wir haben einen Telnet, der hat irgendeinen Uplink. Ich mache jetzt keine Connection, das brauchen wir aber später noch. Kommen wir später wieder zurück zu dem Gerät. Wobei, warum nicht? CD Devil Troubleshooting. Ich bin natürlich etwas cut. Notes. Ihr seht jetzt mal die ganzen Notes zu den Geräten. Da haben wir doch die Busybox irgendwas. Dann starten wir mal unser Telnet. Jetzt haben wir ein Telnet am Laufen auf dem Port 3333 10.135.98.1 und ich habe eine Shell. So, jetzt bin ich mal auf dem drauf. Ich schiebe mal die Konsole beiseite und wir müssen noch dazu sagen, wir müssen jetzt noch einen Uplink kriegen, wir müssen ja weiterkommen. Also mal anschauen, was da so für Internet, was das so für Devices konfiguriert sind, was für Ethernet-Adressen. Kommen wir drauf, es gibt ein Netzwerk, ein anderes, 0.10 oder 0.1/24. Man kann jetzt versuchen, komplizierten Tunnel zu machen. Über das Gerät, über Telnet oder über Netcat oder wie auch immer man möchte. Man kann aber auch einfach sagen, der hat einen Uplink, das ist ein billiger Router. Wir können das ganze Teil auch einfach mal pingen, was da so, ob das horcht auf dem Gerät. Okay, da antwortet es. Wir können auch einfach mal den Router davon pingen. Okay, antwortet auch. Das heißt, wir müssen uns da gar nicht drum kümmern, da irgendwie groß zu tunneln. Warum wir die Shell brauchen, kommen wir aber später noch drauf, weil die ist ganz wichtig. So, das heißt, wir haben ein neues Netzwerk. Die 0.1/24.
Also, was wir so tun, wir haben ein neues Netzwerk, machen wir einfach mal einen Ping-Scan über das Netzwerk und gucken mal, was da so existiert. Und währenddessen schauen wir uns mal die 0.1 an. Wir wissen ja, die pingt. Gehen wir zurück auf den Browser. Ist ja ein Router. Oh, ein D-Link. D-Link never fails. Wie man ja bekanntlich weiß. Ein D-Link 615. Die sind sehr, sehr anfällig, wenn man ein bisschen sucht. Das ist jetzt kein O-Day. Das ist jetzt ein bekannter Bug, der auch gefixt ist, mehr oder weniger, glaube ich. Hat sich aber durch 4 Major Releases durchgezogen, bis sie ihn endlich gefixt haben. Und zwar ganz einfach. Man kommt an die Config ran, ohne... man kommt an die Config ran, ohne... ohne Authentifizierung. Das heißt, wir suchen uns hier den String mal raus. Es ist von Full Disclosure Liste. Schauen wir einfach mal, was passiert. Es ist ein Require File. 1.2.1.6.8.0.1 und wir kriegen ein Passwort. Faszinierenderweise muss man dazu sagen, ich mache jetzt mein KeePass-File nicht auf. Ich habe alle Passwörter, die ich gesetzt habe, im KeePass-File. Dieses Passwort ist nicht vollständig. Ich habe ein längeres gesetzt. Könnte man drüber nachdenken, was das jetzt heißt? Es funktionieren beide. Genau, das heißt, wir können uns hier einloggen. Okay. Wenn man jetzt ein bisschen weiter sucht, findet man einen Bug, der auch wieder einen Shell-Access erlaubt. Und zwar, ich mache jetzt einfach mal den Exploit auf. Der ist nicht von mir geschrieben, der hat ein bisschen unnötige Sachen mit drin. Interessant ist diese Zeile hier unten. Es gibt eine Methode, Tools System XGI mit einer RandomNum und einer Exe-Shell. Anscheinend haben das irgendwie alle Router so konfiguriert. Der Exploit ist übrigens auch relativ nett, weil er loggt sich wieder aus. Wir nutzen den einfach, weil warum auch nicht? Wir haben ihn ja. Genau, wir wollen einen, der Tenant-Port ist okay, das heißt, er macht jetzt alles auf, er hat die Passwörter gefunden, hat sich eingeloggt und jetzt haben wir, wenn alles gut ging, auf dem Port 1.2.1.1, auf dem Port 3.3.3.3 eine Shell, ein Telnet. Man hat jetzt nicht gesehen, was für Passwörter drin waren, aber in dem ich wollte es nicht so lange warten, weil der braucht ein bisschen, bis er sich beendet. Hat irgendwie Bugs. Irgendwo macht er hier, genau, hier. Hier sagt er mir, Benutzername ist hacked, Passwort ist me. Ich habe eine Shell. So. Ja, interessant. Aber eigentlich war das nicht das Gerät, was wir... Wir haben jetzt eine Shell und wir sind auf dem Hauptrouter drauf. Ist ganz cool. Aber wir wollen ja auch noch weiter. Wir schauen uns mal so ein bisschen im Setup um, was hier so eingerichtet ist. Zum Beispiel Einrichtung eines LANs. Wir gucken ein bisschen runter. Da sind zwei konfiguriert. Energini, muss ich was dazu sagen. Energini liegt in meiner Tasche hier. Ich pack's mal ganz kurz aus. Ein paar Leute haben es vielleicht auf dem Tisch gesehen. Das ist eine Energini. Sie ist mir vor 3 Tagen gestorben. Ich habe sie nicht verwendet. Also ich habe sie angeschlossen und sie lief nicht. Sie hat interessante Bugs. Wir können später mal drüber reden, wenn noch Zeit ist. Aber war auch gedacht, existiert nicht. Die 51 pingt nicht. Interessant. Okay, wir haben eine 59. Eine IP-Cam. Oh, IP-Cams. Wer möchte da Böses denken? IP-Cams. Wir schauen mal, ob dieses Teil... Wir legen diese Shell beiseite. Wir schauen mal, ob die pingt. Okay, sie pingt. Das heißt, eine IP-Cam ist da. Wir machen einen Port-Scan. Ich nehme ein bisschen vor.
Es ist kein traditioneller Port, auf dem der Webserver läuft, sondern es ist ein Port, der etwas seltsam ist, ein Port 81. Warum man das tut, ich weiß es nicht. Genau, Security. Jetzt fragt er mich nach Passwörtern. So, da muss man jetzt ein bisschen Google auspacken und mal nach Default-Passwörtern googeln, weil ich war so fies und habe Default-Passwörter teilweise drin gelassen. Weil das Default-Passwort ist nämlich Admin und 888888. Findet auch keinen Bootforcer. Wir sind auf der Kamera drauf. Lustigerweise, man möchte jetzt meinen, was man denkt über Default-Passwörter, aber es ist relativ typisch, dass man für IP-Cams, für Kameras, die in IP-basiert sind, für andere Dinge, die konfiguriert sind und in internen Netzwerken sich befinden, die Default-Passwörter drin gelassen werden. Das ist normal, weil es ist ja im internen Netzwerk, es ist von außen nicht zugänglich. Also warum sollte ich es konfigurieren? Dass man die aber weiter benutzen kann, ist natürlich eine interessanter Aspekt. Ich kann da jetzt die Kamera auch drehen, so war es auch eigentlich gedacht. Die hat nämlich Infrarot. Ja, da ist sie. Und man kann sich so ein bisschen drin umschauen, ist ein bisschen langsam gerade. So, diese Kamera hat einen interessanten Bug. Und zwar, ja, ich hoffe, sie stürzt jetzt nicht ab mit den tausenden Anfragen. Wenn man sie ein bisschen anguckt, hat die ganz coole Settings, Network-Settings. Man kann sehr viel konfigurieren, Alarm-Settings. Sie hat auch FTP-Settings. Ich könnte jetzt in die Firmware reingehen. Ich kann es auch einfach sagen. Hier drin kann man sowas machen. Jetzt möchte man aber denken, ja, interessanterweise ist es auf Länge begrenzt. Das heißt, man kann nicht so viel machen. Man kann nicht so viel starten, man kann nicht so viele Dinge tun. Und man hat keinen Rückgabekanal. Oder doch? Weil ich kann einfach einen Server konfigurieren. Deswegen brauche ich die Shell im internen Netzwerk. Verbinde dich zu dem hier, irgendein Passwort. Ich muss es submitten. So, jetzt brauchen wir unsere Shell. Gehen wir zurück. Ich weiß gerade nicht, die hier. Die hier. Die schieben wir mal auf den Vierer. So, wir haben ja noch Busybox. Wir hatten ja vorher kein NC, aber wir haben ja Busybox. Und die Busybox Mipsel hat lustigerweise auch ein NC konfiguriert. Und wir wollen Listening machen auf Port 4444 und das war's eigentlich. Genau. Nein. Bad Address? Ach so. Ja, ja. Was fehlt? Ah, minus P, sorry. Danke, ich bin etwas... genau, jetzt horcht die. Aber wir müssen einen Alarm auslösen. Oder wir drücken einfach Test. So, das sieht man nichts, aber wenn man Enter drückt, oh, da kam was rein. Oh, da kam noch was rein. So, das heißt, wir haben schon wieder irgendeine Pass-WD. Man kann sich jetzt darüber ein bisschen Gedanken machen, was diese Pass-WD alles kann. Macht noch ein bisschen viel mehr Testing. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar ist die in StarCam. So, da habe ich die Pass-WD mal rausgeschrieben. Und wenn man jetzt John drauflaufen lässt, ich habe das schon mal getan, dann findet man raus, dass es wie StarCam 2015 und ein Datum ist. Von 2015. Okay. Aber anscheinend, wenn ich mich zu der Kamera connecte, über Telnet, mit wie StarCam 2015 und dem Passwort 0602, habe ich eine Shell mit Root. Also die waren bisher alle Root-Shells. So, jetzt wird es obskur, weil jetzt haben wir eigentlich so alle Geräte, die sich da drin befinden, außer eines, das wir eigentlich haben wollen. Den Iris-Scanner, weil das ist eigentlich das Interessante. Dieser Iris-Scanner, wenn man ein bisschen googelt, wenn man ein bisschen sich rumguckt, wenn man ein bisschen Nmap-Scans macht, wird man rausfinden, dass dieser Iris-Scanner sich auf 0.3 befindet. So, man kann einen Nmap-Scan drüber machen. Der Nmap-Scan
würde sagen, dass Port 80 offen ist, ein HTTP-Server draufläuft. Ich lasse den einfach mal offen. Wenn ich jetzt aber Port 80 aufrufe, also ganz normal mich hinverbinde, dann kommt nichts zurück. Das ist etwas seltsam. Es kommt einfach nichts zurück. Wir packen mal die Beschreibung des Manual aus. Wo habe ich es denn? Ich hatte es doch offen. Da hatte ich es offen. Genau. Die sagt, okay, sie holt sich 0.3. Man soll einen Internet Explorer 6.0 verwenden. Und ich soll eine index.eng.html aufrufen. Dann machen wir das doch. Rufen wir doch mal die index.eng.html auf. Ja, leer. Sie ist nicht richtig leer. Da ist Code drin. Der lädt nur nicht. Weil diese Kamera ActiveX verwendet. Wo wir wieder bei der Maschine wären. Wenn wir nämlich da die Seite in einem Internet Explorer aufrufen, dann sieht sie so aus. So, jetzt muss ich ein bisschen hin und her switchen, weil ich rufe die Seite jetzt einfach nochmal auf, ich weiß nicht. Genau, ich kann jetzt hier wild auch wieder Dinge eintippen, User-ID, Passwort falsch, eine Alert-Box, okay. Dann patchen wir... geht lustigerweise auch nicht, weil wirklich ActiveX einfach nicht ausgeführt wird. Also der erkennt, also, kann es aber nicht ausführen. Ich habe auch unter Wine, ich habe versucht damals einen Internet Explorer unter Wine am Laufen zu haben. Das hat auch nur Probleme bereitet und bin dann irgendwann auf diese virtuelle Maschine umgestiegen. Ach so, die Frage war, ob man nicht einfach auch einen User Agent Switcher verwenden könnte. Genau, geht leider nicht. Ich habe in die VM ist gerade so konfiguriert, dass sie genauso in diesem WLAN hängt, das heißt, die IP-Adresse 130 hat. Der Internet Explorer, nur um so ein bisschen noch dazu zu liefern, hat einen Proxy-Server definiert, also mich auf Port 8080. Also ich proxy alles über mich. Das läuft alles durch ein Burp durch. Burp macht nichts anderes als zu intercepten. Und ich coole Dinge machen kann, wo ich Pakete bearbeiten kann und weiterschicken kann. Und ist ganz praktisch zu verwenden, kann man nur empfehlen. Ich schiebe das mal weg, weil dann kann ich nämlich besser switchen. Aus dieser VM komme ich nämlich seltsam raus. So, wo habe ich gesagt? 7. Okay. Ich will einfach mal sehen, was ruft diese Maschine überhaupt alles auf, wenn ich die Webseite aufrufe. Okay. Da muss ich zurück in die... So, index.eng wird aufgerufen. Schon mal etwas. Es kommt das zurück, was ich auch sehe. Jetzt wird eine Control aufgerufen in dem Frame. Auch alles normal. Es kommt die Control zurück. Auch ganz nett. Kann man sich mal drüber lesen. Es kommt ein login.html. Das ist das Formular. Und da sieht man... Oh, okay, es wird über PostCGI aufgerufen, wird irgendwie der Login weitergegeben. Und dann leitet es mich an eine IT200index.html, wenn das stimmt. Also wenn PostCGI true zurückgibt. Wir machen jetzt mal was ganz Krankes. Ich sag dem einfach, er soll einfach immer weiterleiten und gar nicht prüfen. Okay. Jetzt kann ich irgendwas eingeben. Ich bin wieder im Intercepting drin. So. Wait. What? So. Das ist jetzt schon mal ganz nett. Ich kann hier Dinge tun. Ich kann hier viele Dinge tun. Aber irgendwann stirbt mir das Ganze. Das ist jetzt blöd. Okay, muss ich noch ein bisschen weiter gucken. XP hat sich aufgehängt. Ach ja, das hat irgendwie was. Not responding. Windows XP. Das ist der Internet Explorer, ja. Timeout. Und ich kriege ein Timeout-Message. Und bin wieder auf dem Login-Screen. Okay, der Schutz besteht also da drin, wenn ich nicht eingeloggt bin, dann wird nach 15 Sekunden ein Timeout aufgerufen und er lockt mich wieder aus. Okay, das muss ich irgendwie umgehen lassen. Es muss sich irgendwie umgehen lassen. So, machen wir das Ganze nochmal.
Wir rufen das auf, wir haben die Control, wir haben den Login. Wir schauen hier mal so ein bisschen so hier, löschen das wieder raus. Ach, die Zeile brauchen wir auch noch. Ziehen hier das Ganze mal hoch. Einfach better safe than sorry. So, dann loggen wir uns ein mit Admin und Wildtastatur. Okay, ich intercepting es an. So, gucken wir, was danach passiert. Er ruft die Index.html auf. Ich kriege die Index.html zurück. Da steht irgendwas von Logout. Aber das ist wirklich, wenn die Logout-Funktion aufgerufen wird. Interessiert uns aktuell noch nicht. Hier passiert auch irgendwie interessante Dinge. Aber auch keine Alertbox. Wir brauchen ja diese Alertbox-Timeout. Dann ruft der Title auf und ein Status-HTML und ein Border-HTML. Viele Frames. Auch nicht interessant. Hier kommen wir so langsam in die interessanten Part rein, weil das ist nämlich die Antwort vom Status-HTML. Da holt er sich nämlich den Status über diese Status-CTI, führt dann irgendeine Alertbox aus mit einem Get-Value, das ist dieses Timeout, und leitet mich dann um auf die et200login.html. Wie sieht es aus, wenn wir das auskommentieren? Und eigentlich müssen wir auch die ganze Funktion nicht aufrufen. Oder das ist jetzt nicht ein Funktionsaufruf, aber da unten ist der Funktionsaufruf. Okay. Kann ich weiterarbeiten? Bin drin und der ist abgestürzt. Eigentlich sollte er funktionieren, aber das ist Internet Explorer. Da sehe ich das etwas lockerer an. Da müsst ihr jetzt mal trusten, das funktioniert normalerweise. Es gibt aber noch eine weitere Methode. Man kann jetzt sagen, ja, anscheinend besteht auf der Serverseite keinerlei Security. Das heißt, wenn man einmal drinnen war, kann man sich einen User anlegen und ist immer drinnen. Wenn man weiß, wie dieser Call aussieht, kann man den User auch von außen anlegen, wenn man direkt den Call macht. Da kann man einfach mal ganz kurz gucken. Das ist dieses BMT. Pi sieht so aus. Die Payload, das ist irgendwie Binary, was an Admin Entry CTI geschickt wird. Wenn ich das ausführe, dann schickt er das hier als Post Request und ich habe einen Admin 2 Admin 2 User. Wenn der jetzt nicht abgestürzt ist, ich kriege eine Response 200 zurück. Ist okay. Jetzt rufe ich das nochmal aus, gebe Admin 2 Admin 2 aus und bin eingeloggt. Mit einer Admin 2, den ich hinzugefügt habe. Wir können das Ganze jetzt noch verifizieren, indem ich einfach den User mal lösche und das Ganze nochmal ausführe und ich bin wieder, die Edit ist complete und ich führe das Ganze nochmal aus. Also komplett andere Maschine, anderer Browser, keine Cookies. Und ich bin wieder, habe wieder einen Admin 2 User. Das heißt, auf dem Gerät, auf dem Iris-Scanner, ist keinerlei Authentifizierung drauf. Im Prinzip. Die ganze Authentifizierung läuft auf dem Client im Browser. Dieses Teil kostet im Resale oder kostet im Resale um die 2000, glaube ich. Und das zieht sich durch alle Devices so durch. Ich habe vorhin von dem Energenie gesprochen. Dieser Energenie, wenn man ihn mal angeschlossen hat, sich connected hat und sich eingeloggt hat, dann sieht man, ich habe damals einen Tweet verfasst darüber, dann sieht man, dass man das hier sieht bei einem Request. Da ist kein Cookie drinnen, da ist nichts drinnen, außer die IP-Adresse. Das heißt, vielleicht noch ein User-Agent, an den er authentifizieren könnte, aber es ist auch der nicht, weil ich einfach einen Curl-Request machen kann und ich bin immer noch authentifiziert. Das heißt, der authentifiziert sich über die IP-Adresse. Ist natürlich unheimlich sicher, wenn ich andere Leute einfach aus dem Netzwerk kicken kann und authentifiziert bin. Embedded Devices haben alle irgendwelche Schwachstellen. Und zwar sehr, sehr massiv. Als ich die Kamera mir angeguckt habe, habe ich nicht geguckt, gibt es da einen Exploit dafür, sondern ich habe eine Kamera gekauft und habe gesagt, dafür gibt es einen Exploit. Ohne ihn zu kennen. Es ist lustig, als Penetration-Tester oder als Auditor sich die Dinge anzugucken, aber es ist auch erschreckend, was so in Netzwerken hängt. Mir hat jemand erzählt,
Er hat eine Kamera gesucht, die sich, IP-Kamera, die sich nicht zur Cloud connectet. Keine Chance. Man kann nur firewallen. Und teilweise sind noch Backdoors drauf. Insofern sollte man sich mehr Embedded Devices angucken, mehr Embedded Devices zerlegen, mehr Shells draufkriegen und den Leuten zeigen, dass das, was sie gerade auf dem Level tun, nicht ganz so cool ist. Weil das geschippt wird mit dem Motto, man kann Firmware updaten, also kann ich es shippen. Ich habe vorhin von diesem TrendNet-Router geredet und dass am 30.08. ein Exploit raus, also sie gefixt haben. Ich habe ihn mir vorhin angeguckt, dieses Run-Command ist immer noch drin. Zwar als authenticated, aber es ist immer noch drin. Wi-Fi-Passwort von diesem TrendNet-Router ist die MAC-Adresse. Es läuft oft auf guter Hardware inzwischen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt gute Router, die dahin Sicherheit sehr gut sind. Aber diese Billigsachen sind oft problematisch. Und ich denke, da kann man noch einiges dran tun. Deswegen Hack the Box. Die Idee ist, die Embedded Devices zu verändern, andere reinzutun, neue reinzutun, O-Days reinzutun und den Leuten zugänglich zu machen, dass sie Spaß dran haben und sehen, meiner Meinung nach, also Responsible Disclosure, die O-Days, die ich gezeigt habe, sind alle Responsible Disclosed. Teilweise melden sich aber die Leute nicht, wenn man sie nicht veröffentlicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man Schwachstellen hat, werden sie zwar angenommen und man kriegt eine Info zurück, wie schauen wir uns an, es passiert aber nichts. Und sobald man sagt, man veröffentlicht es, werden sie gefixt. Und das ist bitter. Das finde ich sehr schade. Ich kann verstehen, dass wenn es große Schwachstellen sind, es problematisch ist zu fixen, wie zum Beispiel auf dem TrendNet-Router. Da existieren nämlich noch weitere. Es gibt einen Port 8087. 98.1. Es gibt einen Port 8087. Dieser Port 8087 ist empty, aber wenn ich ein LS eingebe, kriege ich das System. Wenn ich Media eingebe, na gut, normalerweise ist der dafür gedacht, dass du Informationen von der SD-Karte kriegst. Das Lustige ist, diese Schwachstellen funktionieren alle auch über den Bahnport. Es geht noch weiter, die VStarCam. Ich habe gesagt, es sind Admin 6x8 drin. Es gibt noch eine weitere Schwachstelle, um die Passwörter auszulesen. Die konnte ich leider in Hack the Box nicht ranbringen, weil ich keine Cross-Site-Request-Forgeries ausführen kann. Aber diese Cross-Site-Request-Forgeries ist eigentlich relativ nett. Ich weiß gar nicht, ob ich sie hier abgespeichert habe. DIA 615, ich glaube ganz unten. Nein. StarCam, nee, da ist nichts drin. Diese Cross-Site-Request-Forgery geht auf die Status-CGI. Da müsst ihr jetzt ganz kurz mal gucken. Nein. Ach so, ich bin nicht connected. Okay. Im Prinzip gibt er das Passwort über den Browser aus. In einer Statusseite. Zwar nur authenticated, aber es reicht aus. So, wir gehen auf die 81. Ich muss da ganz kurz gucken, wo das geladen wird, weil das weiß ich gerade gar nicht auswendig. Weil das eigentlich gar nicht drankommen sollte. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, Get Status CGI. Ich glaube, die war das. Nee, aber auch interessant. Das Interessante ist, GetStatusCGI, wie man sieht, ist das JavaScript. Das heißt, ich kann es auf einer externen Seite mit Script einbinden und ich kann die Variablen verwenden. Das heißt, ich kriege sogar eine Antwort zurück. Es könnte noch die Status-CGI sein. Ach, CGI not supported. Wir können auch einfach schnell wechseln, dann kann ich es euch schnell zeigen. Switch to WLP-Radiologie. Nein, nicht Radiologie.
Nehmen wir Golfplatz. Ich hoffe, es geht. Aber im Prinzip ist es ähnlich. Man kriegt ein JavaScript zurück, das so aussieht, wo Passwörter drin stehen, als Variablen. Server www, irgendwas Unauffälliges, HTML, CSF. Genau. Ah, Login.cgi, hätte man sich denken können. Diese Login.cgi gibt das Richtige zurück. Wir machen jetzt mal eine neue Konsole auf und switchen nochmal WLAN. Dann kann ich euch das auch zeigen, was da drin steht. WLP hack the box guest. Zukünftig soll es auch möglich sein, dass man hack the box cross-site request forgeries ausführen kann und XSS-Attacken ausführen kann, weil ich bisher kein Gerät entdeckt habe, was nicht cross-site request forgery anfällig ist. Keiner setzt einen Token. Es ist bitter. Curl 1.2.1.6.8.0.59, Port 81, Login.cgi. Ach so. Admin 888888. So. Das kann ich natürlich auch einfach in jede Seite einbinden und habe dann dementsprechend das Passwort. Das wird ganz noch interessant, weil man über WebRTC natürlich die internen Passwörter, die internen IP-Adressen rausfinden kann. Das heißt, man muss gar nicht mehr so viel brute forcen an IP-Adressen über JavaScript. Man kann einfach WebRTC aufrufen und der sagt dir, in dem Netz bist du. Und kann dann dementsprechend, muss nur noch 255 IP-Adressen durchprobieren und wenn man Glück hat, hat man erwischt. Sowas kann, denke ich, für sinnvolle Entwickler nicht sein. Und Embedded ist da relativ normal. So. Man hat es gestern gesehen, vorgestern gesehen, oder gestern, Medical Security Nightmares, da ist das noch schlimmer, glaube ich. Das aber, also das eine hat ja mit Kritis-Umgebungen zu tun, das hier stellen wir uns zu Hause hin. Ich denke, auch Dinge, die man sich zu Hause hinstellt, sollten sicher sein und man sollte nicht über einen Bahnport ins Internetnetz kommen und nicht so ins Internetnetz kommen. Ich sage nichts dagegen, wenn irgendwelche Buffer-Overflows existieren, die man nur unter ganz obskuren Bedingungen ausnutzen kann. Das findet man immer, aber das sind Basics. Und die Basics fehlen leider sehr häufig, vor allem im Business-Bereich. Okay. Noch Fragen? Zu der Box. Die Idee ist, etwas größere Hardware hinzustellen. Also ich glaube, jeder hat sich schon mal gewünscht, einen Kühlschrank anzugucken oder einen Ofen anzugucken und dergleichen. Also wenn jemand Connections hat, man guckt sich die gerne an und man würde die auch gerne auf Kongressen angucken. Ich denke, das wäre mal ganz interessant für Leute. Und ich denke, da würden dann auch die Hersteller davon profitieren, wenn sie unter Responsible Disclosure die Lücken geliefert kriegen und sie vorher fixen können. Ich bin immer der Meinung, es sollte vorher gefixt sein, wenn es kritische Lücken sind. Je nachdem, wie weit es in die Umgebung reinfließt, ja. Und das Ganze noch zu Gamification war die Idee, möglich. Hack in the Box ist die Idee. Das Ganze zu monitoren ist ein bisschen ein Problem, weil du ganz viele Ebenen monitoren musst und die Geräte, du hast nicht die volle Kontrolle über das Gerät. Du hast immer noch unterschiedliche Read-Only-Mounts. Du hast die Firmware ist relativ, wir wollten die Firmware relativ identisch halten zu dem, was man sieht. Und sobald ich anfange, da zu patchen oder Dinge zu tun, verändere ich das. Da muss man mal gucken, wie man da Scans macht, ob man da am besten solche Scans macht, wie man das trennt, also wie du Leute trennen kannst. Ich bin immer über den Ideen, wer Ideen hat, das zu verbessern, gerne. Gerne. Ja. Okay.
Ja. Ja. Ja, genau. Das ist genau das, was Security ein Problem hat. Idee war oder Frage war, Aussage war, dass es nicht gepatcht wird, weil es keinen Nutzen hat. Oder dass es nicht gepatcht werden sollte, weil es keinen Nutzen hat. Oder naja, nee, dass die Leute sagen, dass es nicht gepatcht wird. Ja, Security kostet erstmal Geld. Das heißt, man kann nicht messen, wie viel man dadurch nicht verloren hat. Das sieht man erst, wenn man es verloren hat. Und das ist ein Problem. Das ist ein Security allgemein ein Problem. Ich denke aber, User zu schützen, sollte eigentlich so den Leuten hauptsächlich sein. Und ich habe echt das, ich habe das für den Verdacht, dass, was heißt den Verdacht? Ich habe das Gefühl, dass es möglichst schnell, möglichst viele auf den Markt zu bringen und irgendwas wird dann schon passen. Schade. Dann, wer noch Fragen hat, kann gerne auf mich zukommen. Ich denke, ich bin die nächste Stunde noch da. Bin auf jeden Fall noch irgendwie zugänglich.